Den Hüftschwung hat er schon drauf. Jetzt muss Mauricio Macri die Argentinier auch mit seiner Politik überzeugen. Mit einem Tänzchen auf dem Balkon des Amtssitzes Casa Rosada in Buenos Aires feiert Argentiniens neuer Präsident seinen Amtsantritt. Der 56-jährige Unternehmer hatte im November die Präsidentenstichwahl gegen den linksgerichteten Kandidaten Daniel Scioli gewonnen. Der bisherige Bürgermeister von Buenos Aires beerbt Cristina Kirchner im Amt. Der wirtschaftsliberale Politiker beendet damit 12 Jahre linksgerichtete Regierungspolitik in Argentinien.